Hallihallo, Hallöle und willkommen zurück zu FIFA 12. So, gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. Aufstellung ändern, wieder andere Aufstellung. So. Ja. Welche Aufstellung nutzen wir denn mal heute? Wir nutzen mal heute nicht diese Aufstellung, sondern wir benutzen mal die... Doch, wir benutzen mal diese Aufstellung, denn... Man kann ja mal gucken, ob das nämlich damit auch funktioniert. Huntelaar darf dann wieder von Anfang an spielen. Irgendwie der schlechteste Stürmer von denen jetzt gerade hier. Hinten lassen wir den Uchida nicht spielen, sondern dafür den Kluge. Oder nee. Nee, genau. Hier. So. Die Davi darf auch nicht spielen, sondern wir lassen den Baumjohann spielen. So sieht's aus. So sieht's aus. Oder nee, 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 de Guzman. De Guzman darf mir von Anfang an spielen und dann ist auch so in Ordnung. Also das ist meine Vorstellung, Aufstellung oder wie auch immer. Ja. Gegner ist Sunderland. Sunderland. Nicht wirklich ein Top-Verein aus England, aber tendenziell letzte Saison zu dieser Saison ein Team, was man trainieren hätte können. Sagen wir es so. So, Sunderland machen wir mal ein Heimtrikot, wie auch im Heimtrikot, wir spielen ja zu Hause. Das ist das letzte vierte Freundschaftsspiel. Das heißt auch, ja, das ist hier die Aufstellung. Richardson zum Beispiel, auch einer meiner Lieblingsspieler. So. Und ja, das ist das letzte Freundschaftsspiel. So, danach geht's wieder los in den normalen Wettbewerb. Das heißt auch außer Sommerpause. Das heißt, Montag geht's wieder los. Ganz normal, ganz regulär, ganz ohne irgendwelche Überlegungen von wegen, hä, warum, wieso, weshalb, warum läuft das so unregelmäßig? Warum, wieso, weshalb, warum, warum und so weiter. So, also, Schalke von links nach rechts, wie sonst auch immer, wenn sie zu Hause spielen, mit Huntelaar und Pfosten. Da geht der erste Ball gegen den Pfosten. Richardson. Huntelaar, de Guzman. Das war ein kleiner Fehler. Einwurf. Nächster Fehler von Fuchs diesmal. Von einem erfahrenen Spieler. Also anscheinend ist dieses Testspiel doch kein Selbstläufer wie die anderen Spieler. Aber das war ein perfekter Pass. Und Wakesham. Da trifft er gegen seinen Ex-Verein einfach mal so. Einfach mal so. Einfach mal so. Drei-Stürmer-Taktik. Diese Taktik kennt man ja eigentlich auch. Man hat sie bloß ein bisschen umgestellt. Und so sollte sie ungefähr funktionieren, wie man sie jetzt gerade eben gesehen hat. Alle drei Top-Stürmer auf einer Linie, wo man sagen kann, wen spiele ich an, damit ich den Torhüter austricksen kann. 1-0, 21. Minute. Das sah eben noch völlig anders aus. Ryan. Bender. Puki.
Larsen. Also das Spiel ist bislang noch okay. Vielleicht jetzt das zweite. Nee, ist nicht das zweite. Aber dafür ein riesen Abwehrfehler von Brown. Und doch das zweite. Doch das zweite von ihm. Da merken die Heimfans, der Spieler, der ist jetzt hier wohl gut angekommen und der will hier wohl seine Karriere auch in Richtung englische Nationalmannschaft ausschlagen lassen. Zwei Null. Larsen. Galten, okay. So, perfekt auf den Flügel gespielt. Da ist nämlich niemand. Huntelaar. Zu Wakesham. Macht er den Hattrick? Wakesham. Macht er. Hattrick. Wakesham. 3-0. Der Finne und der Engländer freuen sich bei einem deutschen Team. Super. So, Halbzeit. Halbzeit 3-0. Ist nicht viel zu sagen zu diesem Spiel. Sagen wir es lieber zu ganz so, wie es ist. Keine großen, irgendwie bekannten, unbekannten Vorkommnisse. So, ein paar Wechsel. Redmond hat mir nämlich nicht gefallen in diesem Spiel. Neustädter. Bux hat mir in diesem Spiel nicht gefallen. Bardo. So, also mal dreimal wechseln. Gucken wir mal, wie die zweite Halbzeit wird. Mit Richardson, der den Ball überhaupt nicht bekommt. Wollscheid vorher. Neustädter. Macht schon wieder der Wollscheid hier den Unterschied hinten. Neustädter. Also, wäre schon bislang. Das hier, oh, da vielleicht der Konter. Wakesham? Nö. Man hätte eigentlich unten in die Ecke ziehen müssen, aber den wollte er wahrscheinlich so ein bisschen trickreich ins Tor schießen. Der ghanarische, dänische Sturm von Sunderland hat bislang nichts ausbringen können. Vielleicht aber jetzt. Nein. Geblockt. Wakesham. Zum freistehenden Huntelaar. Huntelaar. 3. Denkste. 4. Zu 0. Ein Freundschaftsspiel, was man in den letzten, wenn man das Barca-Spiel gesehen hat, auch so erwartet hat, eigentlich. Dass das Spiel wirklich einseitig wird, dass hier nichts irgendwie anbrennt, weil das Team wirklich in einer guten Verfassung ist und das sieht man jetzt auch schon wieder mit Pukki. Und daneben. Knapp daneben. Das hat noch am Netz gestrichen. Der Ball ist noch am Netz vorbeigestriffen.
Der Guzman, der zeigt zumindest, dass er hier vielleicht in der Saison eine A11-Premiere feiern kann. Zumindest in diesem Spiel hat er es bewiesen. Und Kane aber hier ganz, 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 ganz ohne Problem. So, wir sind gleich jetzt in der Nachspielzeit, nämlich eine Minute. Diese Minute werden die wahrscheinlich hier so mehr oder weniger runterspielen. Mit Wakesham. Huntela. Wakesham. Und der vierte Treffer für ihn, von ihm. Für ihn, von ihm, als Geschenk an seinen Ex-Club. Ein heiteres Hin- und Herpassen, kein Angriff oder überhaupt den Willen dazu anzugreifen. 5:0. Ja, das war's wohl. Das war's wohl. Da war nix. Da war nix, auch nichts zu holen. Irgendwie bewiesen haben sie es, dass sie gewinnen können. Die Engländer, naja. Von denen hätte man das auch eigentlich nicht erwartet. 5:0 ist der Endstand. So, damit guckt man sich nochmal hier schön an, was noch so gewesen ist. Also, einige neue Einwechslungen gewesen. Und, ja, 5:0, Testspiel, war nichts. Gut. Unser nächster Gegner ist der AC Mailand, das heißt, ja, es geht wieder los. Es geht in die Champions League gegen Mailand. Könnte also interessant werden, könnte aber auch langweilig werden. Also, das will ich jetzt nicht irgendwie mich groß aus dem Fenster hängen und sagen, hier, das ist so. Die Tabelle sieht noch wie folgt aus, also zumindest die obere Hälfte ohne irgendwelche Probleme. Und bei der zweiten Hälfte hier, die nämlich jetzt wichtiger ist, der AC Mailand ist nach dem Unentschieden gegen Twente eigentlich schon gezwungen, gegen uns zu gewinnen. Und das seht ihr dann am Montag oder gleich oder wann auch immer oder ja, wann auch immer. Genau. Aber als erstes machen wir das Scouting noch. Weil hier hat Kena was zu gesagt. Nee, nee, alles doof. Neue Suche. Dann machen wir mal die Suche in Spanien. Vielleicht läuft da irgendjemand Gutes aus, Gutes auf oder Gutes ein. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Wenn nicht, dann nicht. Bis dann und tschüss.